Minze. Ne? Richtig. Und jetzt wolltest du mir einen Pfefferminze machen? Natürlich nicht. Nein, wir werden jetzt eine orientalische Currywurst machen. Mit Minzpommes und Dattelmayo. Ist geil, oder? Das weiß ich noch nicht. Na, das komm, hört sich nicht gut an. Ich sag dir mal, was wir alles reinmachen. Ne? Ja, wir brauchen auch wieder Tomate. Wir brauchen diverse orientalische Gewürzmischungen, wo ganz viel Zeug drin ist. Ja. Ich werde es dir später erklären. Wir haben Datteln, Mayo, ein bisschen Knoblauch und Ketchup und die Minze natürlich zum Verfeiern von dem Pommes frites später. Na, dann lass mich mal überraschen. Ja, klar. Komm mit, wir fangen einfach an zu kochen. So, legen wir los. Legen wir los, ja. Was würdest du denn eigentlich zu dem Gericht jetzt für eine Bratwurst empfehlen? Ja, eine rote Currywurst, ne? Ja, du, dann leg uns doch gleich Ich mach mal den Grill an. Also ich schmitz jetzt hier mal einfach die Kräuter und die Gewürze ein bisschen in Olivenöl an. Genau. Und leg ein bisschen Knoblauch einfach dazu im Ganzen, damit man ihn später auch noch rausfischen könnte. Das wird nichts. Hast du eine Ladehemmung oder was? Ich denke mal, ich muss mal das Gas auffüllen. Ne? Ja, ohne Gas ist nichts los. Das kommt ne? mal vor, ja, ne? Ohne Gas klar. geht nichts. So, jetzt kommt ein bisschen die Soße hier drauf. So. So ein bisschen würzen mit ein bisschen Zucker. So, ein bisschen Salz mache ich noch mit rein. Ja, in der Zeit, wenn die Wurst hier, kann ich auch schon mal die. Na, wie heißen die? Ja, wie heißen sie denn? Wie heißen die? Pflaum? Dann Datteln. Ja, genau. Du schneidest mal die Datteln. Ne? Und ganz genau. Misch sie mir hier schon mal bitte hier in die Mayo rein. Das genau, wäre echt spitzenmäßig. Das werde ich mal machen, ne? Falls du brauchst, ich habe hier auch einen Schneebesen. Ne? Ja. Und bitte nur die Datteln schneiden, nicht deine Finger. Ne? Jetzt machen wir ein bisschen, was kommt natürlich rein in jede Soße? Ketchup. Ein bisschen Ketchup. Ne? Bisschen frische Tomate, ein bisschen Ketchup und schon ist aus einer einfachen Soße eine eigene Soße geworden. Ne? Ja. Safran, das teuerste Gewürz der Welt. Es wird halt per Hand gepflückt und es ist ein wahnsinniger Arbeitsaufwand, das aus der Blume herauszuholen. Deswegen ist der halt so teuer. Und da muss man tatsächlich auch ein bisschen dosiert arbeiten damit. Jetzt sehe ich natürlich nicht rot auf rot. Ja, lieber mal ein bisschen weniger. So, wie schaut bei dir aus? Bei mir, ich bin fertig damit. Ja, dann rüber damit. Soll ich da drüber in die Mayonnaise schon rein? Jo. Also, ich bin ein bisschen penibel. Wir müssen es ein bisschen kleiner machen. Ja, dann bitteschön. Das ist dann später beim Essen, verbindet sich das dann einfach besser mit der Mayo und der Pommes. Mhm. Und jetzt darfst du sie zum Mayo geben. Gerne. Oriental Sauce ist fertig. Wie schaut's bei dir aus? Pommes sind auch fertig. Okay, ich schneide dir noch ein bisschen die Minze. Jo. Und dann würde ich sagen, tun wir schön anrichten. Dattelmayo dazu. Ja, mal gucken, was die orientalische Reise uns gebracht hat, ne? Ich nenne das mal so, ne? Ja, bitte. Nicht, dass du mir eine Zunge schneidest. Nein, das wollen wir nicht. Mhm. Also, ich finde persönlich, die orientalische Soße zur Currywurst kommt gut. Mit dem Süßen von der Dattel und die Minze. Muss ich dir beipflichten, also der Urlaub hat sich gelohnt. Und vielleicht suchen wir so mal ein anderes Land, wo wir hinfahren. Dankeschön, das werden wir machen.